Hallo liebe Rapid-Fans, es ist mir jetzt ein ganz großes Bedürfnis, Dankeschön zu sagen. Dankeschön für die tolle Unterstützung, die es beim Meisterschaftsspiel Rapid gegen Kapfenberg im Hanapi-Stadion gegeben hat. Es war unglaublich laut, es war unglaublich, wirklich beeindruckend und hier ein großes Danke an alle, die mit dabei waren, an alle, die unsere Mannschaft unterstützt haben und Gott sei Dank ist es ja mit einem Sieg zu Ende gegangen, mit einem 3:0. Und wie gesagt, noch einmal danke an alle, die die Mannschaft unterstützt haben. Ich möchte euch sehr herzlich einladen und zwar zu unserem nächsten Stammtisch. Der nächste Stammtisch im Steakside findet am Mittwoch, dem 28. März statt. Beginn ist um 19 Uhr. Mit dabei zum Beispiel der Lukas Königshofer, unser Torhüter. Und natürlich wird wieder intensiv diskutiert werden. Also mit dabei sein, Mittwoch, 28. März, Rapid Stammtisch im Steakside. Ja, und an dieser Stelle noch ein ganz wichtiges Thema. Und da werden jetzt viele überrascht sein, aber wir wollen sehr gerne, dass ihr mithelft. Mithelft beim Musikprogramm im Hanapi-Stadion. Und zwar, ich bin der Meinung, es ist Musik immer so, ich sage einmal, man kann es nicht jedem recht machen. Aber wenn man sagt, die Fans sollen entscheiden, was gespielt wird im Stadion, dann könnte es vielleicht funktionieren. Also wir wollen euch zukünftig mehr an der Gestaltung des Musikprogramms rund um unsere Spiele im Gerd-Hanapi-Stadion einbinden und teilhaben lassen. Schon ab dem Spiel gegen Wiener Neustadt sollt ihr das Musikprogramm gestalten und ab Anfang April könnt ihr uns eure Vorschläge senden, entweder via Facebook-Pinnwand oder per Videolink via E-Mail. Also ganz einfach, wer jetzt sagt, er ist nicht im Facebook, schickt uns eine Mail und sagt, ich würde mich freuen, wenn das oder das Lied gespielt wird. Wer im Facebook mit dabei ist, braucht dann nur Gefällt mir drücken und schon wird entschieden, wie das Musikprogramm beim Spiel zum Beispiel gegen Wiener Neustadt ausschaut. Das Ganze wollen wir starten nach dem Spiel in der Südstadt. Und weil wir schon bei der Musik sind, noch ein ganz sensibles Thema. Und zwar, es geht um unsere Torhymne. Wir haben seit einiger Zeit den Refrain von Wir sind Rapid. Kennt ihr alle das Lied von Roman Gregory, Frontman der Alkbottle? Dieses Lied haben wir jetzt einige Zeit bei unseren Toren als Torhymne gespielt. Nicht nur ich, sondern auch sehr, sehr viele Fans und auch unsere Mannschaft sind der Meinung, dass es an der Zeit wäre, eine neue Torhymne zu spielen. Aber die gehört natürlich entschieden und da brauchen wir jetzt wieder euch dazu. Also machen wir einen Neustart und wir bitten euch, Vorschläge einzusenden. Das Ganze wird dann abgestimmt auf unserer Homepage. Das genaue Prozedere geben wir dann so circa in einer Woche bekannt. Und ab Anfang April hat dann jeder die Möglichkeit abzustimmen, mit dabei zu sein, seinen Vorschlag uns zu senden. Und wir wollen gegen Wiener Neustadt schon die neue Torhymne hoffentlich sehr oft hören. Also in diesem Sinne bitte mitmachen. Danke für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche noch einen schönen Tag.